Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Wir sehen es hier, Sandhausen empfängt Greuther Fürth und wir haben hier ein Derby, glaube ich, zumindest dass es eins ist, Holstein Kiel gegen Hamburg. Das wird heiß, ne, ist kein Derby, ist ja St. Pauli gegen Hamburg, aber Holstein Kiel gegen Hamburg ist auch schon ganz nett. Man merkt schon, ich bin ein bisschen verwirrt, das liegt daran, dass ich die letzte Folge gerade eben erst aufgenommen habe und da ist ziemlich viel krass passiert, schaut doch mal vorbei. Denn wir haben zweimal gewinnen können. Tatsächlich waren da wichtige Spiele dabei. Schaut einfach vorbei und dann werdet ihr alles weitere dort erfahren. So, in der heutigen Folge haben wir auch ein krasses Spiel. Gegen Sandhausen wird es nicht einfach. In Fürth hat dann echt verloren. Wir sind immer relativ nah an den Ergebnissen von den Fürthern in echt. Deswegen hoffe ich mal nicht, dass wir jetzt hier auch verlieren. Aber ne, wird ein hartes Spiel. Und danach haben wir erstmal Winterpause, aber dann das Derby gegen Nürnberg. Gegen den Club wird absolut verrückt. Nürnberg ist auch über uns zwei Plätze aktuell. Ja, nicht nur aktuell, sondern sie sind auch im Derby dann vor uns, auf jeden Fall. Ich bin mega gespannt. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich mega drüber freuen. Und würde ich sagen, starten wir rein auf Ultimativ. Ich passe noch ein bisschen was an der Aufstellung an. Ich weiß auch nicht, wann die Folge jetzt rauskommt, aber das Derby müsste in echt auch relativ bald kommen. Also, das ist am 23. November. Es kann sein, dass das Video in der gleichen Woche kommt. Also gilt das quasi fast schon als Prognose. Vielleicht mache ich das sogar, dass ich das Spiel komplett in voller Länge hochlade als Prognose, aber hier auch in dieser heutigen Folge. Das wäre ziemlich krass. Mal gucken, wann die Folge online kommt. Je nachdem entscheide ich mich dann, wie ich das machen werde. 1-0 Sandhausen. Nach 4 Minuten geht Sandhausen in Führung. Geil. Habe ich es nicht gesagt? Immer wenn Fürth in echt so spielt, also so mittelmäßig, dann spielen wir hier auch mittelmäßig. Das ist so bekloppt. Sandhausen ist hier in FIFA, in unserer Liga gerade, irgendwo Mittelfeld oder so. Wir sind auf Platz 5, wir sind eigentlich richtig gut. Aber irgendwie schaffen wir es nicht. Naja, wir haben die Torhymne jetzt zum ersten Mal gehört, leider von Sandhausen. Passiert. Leute, ich habe noch wieder was Kleines anzukündigen, habe ich schon oft gemacht, aber ich spiele mal kurz was ein. Stopp! Du hast Bock, gegen mich FIFA oder PES zu zocken, beziehungsweise mit mir aufzunehmen? Dann hast du Glück, denn ich plane ein Adventskalender-Community-Projekt, wo ich 24 Tage gegen euch zocken bzw. mit euch aufnehmen werde. Dafür musst du dich einfach bei Instagram bei mir bewerben. Mein Instagram ist hier eingeblendet, mike_let's_play. Dort musst du mir dann minimum eine, höchstens drei Audios senden, wo du einfach ein bisschen was über dich erzählst und auch vielleicht dein Equipment, was für ein Mikrofon du hast, ob du vielleicht einen YouTube-Kanal hast oder einfach nur so gegen mich zocken möchtest. Einfach was ihr wollt und dann nehmt ihr quasi schon teil und ich werde mich dann bei euch melden. Wäre cool, ich würde mich freuen. Ein paar Plätze sind noch verfügbar. Beeilt euch, die gehen schnell weg. 24 Leute nur. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bewerbt euch, let's go. Ja, da könnt ihr super gerne dran teilnehmen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber es sind immer noch ein paar Plätze frei. Ich würde die gerne so schnell wie möglich füllen. Also bewerbt euch, falls ihr darauf Bock habt. Ihr braucht dafür entweder FIFA und einen PC. Oder es reicht sogar, wenn ihr eine PlayStation habt. Ohne FIFA, ohne PES, ohne gar nichts. Ihr braucht nur eine PlayStation 4. Dann könnt ihr quasi daran schon teilnehmen. Es reicht nämlich, wenn ich FIFA oder PES habe. Und es würde mich echt freuen, wenn ihr dann teilnehmt. Ihr braucht auch kein krasses Mikro oder so. Es reicht ein stinknormales Headset oder sowas. Also da bitte keine Sorgen machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dafür interessiert. Ja, krass, oder? Abubakacha! 1-1! Ich kenne den Typ nicht mal. Ich weiß nicht, hat denn für den echt überhaupt schon irgendwann mal gespielt die letzten 2 Jahre? Ich weiß es nicht. In FIFA ist er auf jeden Fall immer dabei.
Und er hat vorhin gemeckert, dass er nicht spielt. Und ich dachte, komm, irgendwann kannst du mir mal einen Einsatz gönnen. Gegen Nürnberg eher nicht so, aber jetzt kannst du es machen. 19. Spielminute und er wird gleich in den Mittelpunkt gerückt und macht die erste Torschance von Fürth rein, 1:1. Alter, Elfmeter. Yes, wir kriegen mal einen Elfmeter. Ich weiß nicht, hatten wir überhaupt schon einen Elfmeter? Gegen uns hatten wir schon ein paar. Aber selber einen Elfmeter, ich glaube, einen hatten wir schon, ein, zwei, ja, ich denke schon. Also man wird in der zweiten Liga hier häufig gefoult. Stefaniak wird zu Boden gerissen, gelbe Karte gibt's dafür. Und Keita Ruel, der Top-Torjäger von Greuther Fürth, der kriegt jetzt die Chance auf sein 11. Saisontor, er macht's nicht. Der Torwart hält. Scheiße. Dreck. Auf ultimativ hält der Torwart so einen, offensichtlich. Ah, Mann. Ich schieße fast immer nach rechts, aber das weiß der Torwart natürlich nicht, denke ich mal. Ah, Bullshit. Wir vergeben den Elfmeter. So eine Riesenchance. Da fällt Wittek. Oh. Und ich habe dann gespammt wie so ein Irrer. Dreck. Keita Ruel. Yes, er ist drinnen. Sebastian Ernst. Wir drehen das Spiel und gehen in Führung. In der 37. Spielminute. 2:1. Keita Ruel wollte seinen Fehler gut machen, den Elfmeter. Und hat das hier echt nicht schlecht gemacht. Hier gestoppt. Der Schuss war auch nicht scheiße. Torwart stand halt goldrichtig, hat ihn gehalten. War auch nicht so schwer zu halten, muss ich auch zugeben. Aber der Abpraller kommt zu Sebastian Ernst und der macht ihn rein. 2:1. Läuft. Jawohl, das war schön gemacht und jetzt ist Keita Ruel gefordert und macht's wieder nicht. Ich hab's schon oft gesagt, der Typ ist zwar, ich glaube sogar Top-Torjäger der ganzen Liga, nicht nur von uns. Ich glaube mit seinen 10 Toren ist er Top-Wert aktuell. Aber was der Chancen vergeben hat schon bei uns, der hätte locker schon 20 Tore haben können, also... Das ist der Mann, der die meisten Chancen hat und auch die meisten Chancen liegen lässt. Naja, wir führen es verdient, finde ich, 2:1. Am Anfang haben wir ziemlich geschlafen, haben uns aber berappelt. Nach dem 1:1 lief das Spiel auf jeden Fall sehr gut für uns. Elfmeter noch verkackt, Pfostenschuss jetzt noch, also das 2:1 geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehr stark, Meierhöfer, 1a. Konter absolut unterbunden. Das war richtig gut und jetzt auch nochmal dazwischen gewesen. Es ist ein Tor. Und es ist abseits. Ja. Oh mein Gott. Alter. Ich habe gerade den Schock meines Lebens kassiert. Weil ich schon dachte so, Mann, es kann doch nicht sein, dass dieses eine Tor, dass wir das nicht halten können. Aber es war abseits. 2:1, ganz knapp, ganz eng, ganz schwierig. Damit sind wir jetzt schon wieder noch ein bisschen besser als für den echt. Wir haben ja schon ein paar Punkte mehr gehabt, jetzt haben wir noch ein paar mehr. So, sie konnten ein paar Punkte klar machen vor der Pause. Oh, sind sie zufrieden? Wir waren das bessere Team. Wir haben den Sieg verdient. Es war am Ende knapp und ich hatte auch ein bisschen Schiss, aber... Es war in Ordnung. Sie konnten die Wende schaffen, haben das Spiel gedreht. War der Sieg je gefährdet? Ich habe der Mannschaft vertraut. Ich weiß nicht. Also das andere wäre ein bisschen hart, so würde ich das auch nicht ausdrücken, aber ein bisschen Angst hatte ich schon, ja. Fürspitz war der Beste bei den Gegnern heute. Wir können von ihm lernen, also das war ein Hammerspiel, es war echt schwierig und wir haben es aber geschafft. Passt perfekt, 3 Punkte, einmal frei. Ja, Mavera immer noch verletzt, in 3 Wochen fit und Gotha gucken wir mal, aber der scheint auch immer noch verletzt, ja auch 3 Wochen noch, ist natürlich schade für das Spiel, wir müssen natürlich mit dieser Mannschaft dann so antreten,
Ja, ich habe mich spontan dazu entschieden, dass, seht ihr mal, wie die Ideen manchmal entstehen, dass ich das tatsächlich so machen werde, egal wann die Folge jetzt geplant war. Diese Trainerkarriere-Folge wird relativ an dem Wochenende kommen, wo das Derby in echt stattfindet. Und dementsprechend auch relativ passend jetzt quasi dann das Spiel. Und ich werde das Spiel einzeln in voller Länge nochmal hochladen. Also wenn ihr euch für das interessiert, könnt ihr mal rechts um meinem i bei dem Video vorbeischauen. Hier in diesem Video natürlich nur die Highlights zusammengeschnitten. Schauen wir mal, wir gehen erstmal in die Pressekonferenz. Im bisherigen Saisonverlauf haben sie die Erwartungen übertroffen und der Aufstieg scheint tatsächlich möglich. Können wir weiter solche Leistungen zeigen? Versuchen müssen wir es, würde ich sagen. Also keiner weiß, wie es weitergeht. Es gibt ein Hoch und ein Tief, das ist halt immer so, aber wenn wir so am Ball bleiben, wäre das auf jeden Fall nice. Beeinflusst der knappe Sieg die Strategie im Spiel gegen Nürnberg? Naja, aus solchen knappen Siegen muss die Mannschaft natürlich lernen. Man sieht, dass nicht alles perfekt ist, aber man muss einfach weiter trainieren und dann passt das schon. Wir haben ja auch nicht schlecht gespielt und die Punkte haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Aktuell sind sie gut drauf. Sind sie davon überzeugt, dass sie die Leistung wieder auf den Platz bringen? Kann das so weitergehen? Ich bin dabei, würde ich mich natürlich freuen, wenn das so weitergeht. Man erzielt tolle Ergebnisse, was will man mehr? Hoffentlich geht das so weiter. Vielleicht auch für die Zuschauer von meiner Trainerkarriere interessant, jetzt mal zu sehen, wie das ganze Spiel so abläuft. Ja, nicht, dass ich nur immer erzähle, wir sind die bessere oder schlechtere Mannschaft, sondern jetzt auch mal wirklich zu sehen, ob wir die bessere oder schlechtere sind. Ihr könnt mir aber natürlich auch in die Kommentare schreiben, wann ich das mal wieder machen soll, ob ich es mal wieder machen soll und vielleicht mit irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen. Green! Fehlpässe spielen wir viele, vor allem hinten raus im Aufbauspiel. Jetzt Keitaruel auf Stefaniak. Da läuft oben noch einer mit und das ist das sichere 1:0. Yes! Wir gehen in Führung durch Julian Green. Man hört die Fans auf jeden Fall irgendwas singen. Ich habe gerade nicht erkennen können, was es ist. Aber das ist auf jeden Fall das 1:0 für Greuther Fürth in der 25. Spielminute. Jetzt lässt sich Nürnberg ein bisschen fallen. Nielsen, 2:0. 32 Minuten gespielt. Es ist wieder Julian Green. Das ist interessant. Nils mit einer wunderbaren Flanke auf Julian Green. Und er hält einfach nur noch seinen Fuß hin und trifft zum zweiten Mal in diesem Derby. Der neue Derby-Held? Fragezeichen. Mal gucken. Jetzt kommt Nürnberg. Das ist wieder Geis, der hier mal einen Schuss absetzt. Und der war absolut nicht ungefährlich. Der war haarscharf. Ja, Fürth macht es bislang nicht schlecht. Das war crazy. Das hätte ich niemals machen dürfen, da hochzuspielen. Und da gibt es eine wahnsinnig gute Chance für Nürnberg. Und das ist der Anschlusstreffer. 2:1 vor der Halbzeit. Tatsächlich noch. Ergas macht das Tor. 45+3. Scheiße. Nicht das allerschönste Tor. Ich will, wie gesagt, nicht kritisieren. Ich will keinen Hate anfechten. Aber war natürlich ein bisschen mein Fehler, dass ich den da hochgespielt habe. Und dann ist es ein Abpraller vom Torhüter, der dann zu Eras kommt. Der köpft ihn rein. Und da haben wir kurz vor knapp noch das 2:1 kassiert. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Naja, nichtsdestotrotz gehen wir mit einer Führung in die Pause. 2:1. Ist schon mal nicht schlecht. Und wenn wir uns die Statistik angucken, auch nicht unverdient. Also es ist einiges passiert. 8:6 Schüsse kann man auf jeden Fall machen. 5:3 aufs Tor.
52 zu 48 Ballbesitz, also da relativ ausgeglichen. Wir haben ein bisschen mehr Chancen und haben dementsprechend noch ein Tor mehr. Absolut in Ordnung geht das Ergebnis, finde ich, und das Spiel auch. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die zweite Hälfte. Dominiert gerade. Und jetzt sind sie durch. Ishak! Oh mein Gott! Eine hundertprozentige Chance vergeben. Ishak. Torwart war der noch dran? Wenn ja, dann war es absolut krass. Ishak wird direkt ausgewechselt. Ja, der Torwart war tatsächlich noch dran. Also mega Reaktion von Sascha Burchert. Wenn er da nicht mehr dran gewesen wäre, dann wäre das hier absolut Game Over. Und auch hier Sascha Burchert zur Stelle. Oh mein Gott, da kommt schon einer. Da kommt schon ein Angriff. Und er kommt gut, er kommt gut. Der Angriff kommt gut. Das Tor ist leer. 2-2. Ah, Geis macht's. Geis macht es. Er hat schon ein paar Mal aufs Tor geschossen und auch neben das Tor. Ah, unverdient ist es nicht. Aber bitter natürlich. Weil es auch wieder ein Abpraller ist. Weil es auch wieder der Abpraller ist. Zum zweiten Mal Ärger ist mit dem Abpraller. Und dann auch noch Geis. Es sind noch 20 Sekunden. Es ist keine Zeit mehr. Nee. Die Zeit rattert zu schnell runter in FIFA. Ah, Remy. 2 zu 2 ist die FIFA-Prognose. Für das Spiel. Ah, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden sein kann. Eher nicht so. Also unverdient ist es, wie gesagt, nicht. Nürnberg hat in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, ciao.